guten Tag. Ich habe ein paar Hefeweizen. Ja, super. Dankeschön. Bitte. Schönen Tag noch. Auch so. Tschüss. So, oh, dann schauen wir doch mal, was da Gutes drin ist. Ich habe schon eine Vermutung. Erstmal ein Kärtchen. Oh, handgeschriebene Karten finde ich immer super toll. Das ist immer was Feines. Vielen Dank. So. Jawohl, das ist Manhattan. Ja. Schauen wir mal rein. Oh mein Gott. Ey, ich bin... Wir hatten über eine Foundation gesprochen, aber das und ein Concealer, aber das ist natürlich Überforderung. Ich würde sagen, ich packe das mal alles aus und sortiere mir das mal ein bisschen und dann gucken wir mal, was da so drin ist. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich. Und willkommen zum heutigen Drogerie-Make-up-Look mit Manhattan-Produkten. Und ihr habt ja gerade schon gesehen, das Paket ist frisch bei mir eingetrudelt. Ich habe eine ganze Kiste mit super coolen Manhattan-Produkten bekommen. Ich habe versucht, das meiste davon zu verwenden. Es ist nicht alles in meinem Gesicht gelandet, dafür war die Menge einfach zu groß. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal noch in das Paket rein und ich zeige euch einmal, was angekommen ist und dann natürlich, wie dieser Look entsteht. Ganz viel Spaß dabei. Hier jetzt einmal kurz der Überblick über dieses gigantische PA-Paket. Also ich habe die neue Foundation bekommen, den passenden Primer, Mascara, Primer, Concealer, Lidschattenstifte, Wingliner, Lidschattenpaletten, Lippenstifte, Blush nochmal, solche Graphic-Dinger hier vorne, das müssen wir gleich mal anschauen. Und noch jede Menge Nagellacke, wovon ich ein Riesenfan bin. So, Haare einmal zurück, damit die mich jetzt hier nicht so krass stören. Wir starten natürlich mit dem Primer. Das ist der Matte Primer Mattifying Matte Finish All Day Shine Control Pore Minimizer. Das heißt, der sorgt für ein ebenmäßiges und mattiertes Hautbild den ganzen Tag, verhindert Glanz, ohne die Poren zu verstopfen. Die Haut wirkt ebenmäßig und geschmeidig. Poren werden sichtbar verkleinert. Generell auf jeden Fall etwas, das ich gut gebrauchen kann. Also von daher... Legen wir mal los und tragen den mal auf, vor allem in der T-Zone. Bin ich ja tatsächlich auch ein Mensch, der so ein bisschen Oil Control braucht. Ja, fühlt sich gut an, riecht auf jeden Fall auch sehr angenehm, sehr erfrischend, gefällt mir ganz gut bisher. Also zu dem Thema Oil Control kann ich sowieso dann gerne auch am Ende des Videos nochmal einen kurzen Langzeittest einfügen, denn wenn ich dieses Video gedreht habe, gehen wir auf ein Event, das heißt, wir werden unterwegs sein mehrere Stunden und da kann man immer ganz gut testen, was das Ganze denn so verspricht. Und jetzt machen wir weiter mit dem Powder Matte Make-up. Das ist leicht und atmungsaktiv, ebenfalls Poren minimierend für normale bis Mischhaut, ist ein langanhaltendes Make-up mit einem samtig matten Finish. Und das würde ich jetzt mal einfach mir erstmal hier ein bisschen auf den Handrücken geben. Ja, von der Konsistenz her so ein bisschen wie ein Mousse. Finde ich schon mal ganz schön. Und dann gebe ich das einfach mal mit meinem Foundation-Pinsel auf. Also mattieren tut es auf jeden Fall schon mal gut. Also die Farbe passt auf jeden Fall ganz gut für mich. Ich habe jetzt hier die 79 Warm Ivory. Fühlt sich auch gut an. Also ich glaube, das würde ich tatsächlich gar nicht abpudern. Das fühlt sich schon echt ziemlich pudrig an. Ist ja auch Powder Matte. Also das heißt, es ist dieses pudrige Finish und das finde ich schon ganz... in Ordnung. Jetzt hole ich mal den Spiegel ran und schaue mir mal an, wie das dann so auf der Haut aussieht. So, ich habe euch jetzt mal noch ein bisschen näher rangeholt, dass ihr das Finish auch sehen könnt. Also ich finde, so vom mattierenden Effekt her ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich weiß noch nicht, ob mir das Bild der Poren so gut gefällt. Also gerade halt, dass es ja heißt, es soll ein porenverfeinerndes Make-up sein, finde ich, ist es vor allem hier an der Nase nicht ganz so schön. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht schlecht vom Finish her. Also ich bin an für sich
zufrieden damit. Also es lässt sich ja auch easy auftragen. Habt ihr ja gesehen, ging wirklich super flott. Ja, ansonsten finde ich, deckt es sehr gut ab und fühlt sich auch schon sehr trocken an. Also es ist wirklich so dieses richtige pudrige Finish und ich würde sagen, wir machen weiter. So, als nächstes habe ich noch den passenden Concealer. Das ist der Powder Matte Concealer. Ich habe mir den in der Farbe Fair ausgesucht. Ich glaube, der dürfte ganz gut passen bei mir. Das ist jetzt mal so der Swatch dazu. Und hat halt ebenfalls dieses Powder Matte Finish. Und da würde ich sagen, tragen wir den jetzt mal auf. Concealer nehme ich immer ganz gerne ein kleines bisschen heller, um halt auch einfach so ein bisschen diesen aufhellenden Effekt zu bekommen. Und ich decke damit jetzt auch einfach mal die Pickel ab. Dann war noch im Paket dieser Browtastic Fill and Sculpt Brow Definer. Der hat auf der einen Seite halt hier so ein kleines Bürstchen zum Kämmen der Wimpern. Der Augenbrauen. Und auf der anderen Seite halt diese Spitze, die halt so, ja, ein bisschen breiter ist, aber halt so zulaufend. Das heißt, mit der kann man auch fein, genauso wie breiter, eigentlich ganz gut malen. Und damit würde ich jetzt mal meine Augenbrauen machen. Ist die Farbe Dark Brown, müsste ganz gut passen bisher. Das sind die Brauen, finde ich ziemlich gut. Ich muss sagen, es ist sehr praktisch, dadurch, dass es halt diese, sagen wir mal, leicht Dreieckform hat, ist man relativ schnell durch, auch mit dem Ausfüllen der Augenbrauen. Farbe passt gut, Finish gefällt mir, finde ich auf jeden Fall super. Dann habe ich jetzt drei Lidschattenpaletten im Paket gehabt. Starten wir mal mit der ersten hier, das ist diese Amazing Spice Edition, so heißt die. Die hatte ich tatsächlich schon mal in einem PR-Paket, deswegen werde ich zu der auf jeden Fall nicht greifen. Ich fand die in Ordnung, aber die Farben sind nicht so richtig was für mich durch die blauen Augen. Deswegen kommt die direkt mal auf Seite und jetzt müsste ich mich entscheiden zwischen diesen beiden hier. Das ist einmal die Amazing Blush Edition und einmal dieses Quattro hier. Und ich würde tatsächlich jetzt mal für das Quattro gehen, weil ich finde die Farben sehr, sehr schön und lege die auch erstmal noch auf Seite. So, wir werden jetzt mit dieser Palette hier arbeiten, mit dieser Quattro Palette. Das ist die Top of the Taupe. Und jetzt gucken wir mal, ob der Applikator hier rausfällt. Nein, fällt er nicht. Aber ich nehme ihn erstmal direkt raus, weil den brauche ich nicht. Mit solchen Applikatoren arbeite ich nicht. Und das sind diese vier Farben hier. Ich werde noch nicht, glaube ich, zu allen greifen. Wir gucken jetzt mal. Soll auf jeden Fall langanhaltend sein, sich nicht in der Lidfalte absetzen. Und man kann es entweder trocken oder nass auftragen. Nass für einen etwas intensiveren Look. Da wir allerdings noch tags haben, werde ich die trocken auftragen. Und würde sagen, wir legen los. So, wir starten da jetzt erstmal in der Lidfalte mit diesem dunklen Taupe, was ich wirklich richtig, richtig schön finde. Und für den Augenblick zu komplettieren, nehme ich jetzt diesen Gold, ja, Bronzi-Gold-Taupe-Ton, sowas in der Richtung, für das innere Lid, also für die innere Partie. Und das Rosa zum Abschluss dann noch, um ein bisschen Highlight zu setzen. Dann waren diese drei Endless Shade Sticks mit dabei und da werde ich jetzt, glaube ich, die dunkelste Nuance, diesen Kupferton, als Eyeliner quasi benutzen. Und ich swatch euch die jetzt gerade nochmal kurz. Das hier jetzt mal noch die Swatches dazu, also gerade auch die hellste Nuance finde ich wirklich sehr schön für so ein Highlight am Augeninnenwinkel. Aber ich glaube, ich probiere jetzt den Kupferton aus und mache mir damit quasi eine Augenkontur, einen Lidstrich. So, das finde ich auf jeden Fall schön. Ich möchte heute nicht einen zu dramatischen Look machen. Jetzt werde ich mir meine Wimpern curlen. Dann werden wir schon mit den Wimpern weitermachen.
Als nächstes habe ich hier diesen Boosting Primer. Das ist ein Lash Volume Primer. Das ist ein Produkt, das ist eigentlich aufzutragen wie eine Mascara. Ist allerdings komplett weiß und ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich war am Anfang skeptisch. Ich habe ganz früher solche Produkte mal verwendet, so in den Anfängen meiner Make-up-Erfahrung. Und ich muss sagen, ich finde den echt nicht schlecht. Volume, ja, nicht so richtig, aber Länge tatsächlich. Das fand ich wirklich interessant. Und dann werde ich als nächstes jetzt noch die Manhattan Supreme Lash Wonderlux Volume Mascara auftragen. So sieht die aus. Die kenne ich auch gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns mal das Bürstchen an. Bürstchen ist ein Silikonbürstchen, leicht geschwungen. Und dann bin ich auf jeden Fall jetzt gleich gespannt, wie das mit meinen Wimpern so funktioniert. Ganz schnelles Fazit wieder dazu. Ich bin ein absoluter Fan von diesem Boosting Primer, muss ich gestehen. Hat auch schon hervorragend mit anderen meiner Lieblingsmascaras funktioniert. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann zur Wonderlux Volume. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher ausgetestet. Ich kannte die auch nicht. Die macht einen ganz guten Job, muss ich sagen. Es ist natürlich eher der natürliche Look. Es ist nicht so der super dramatische Look, aber ich finde, die Wimpern sind schön verlängert, sie sind schön definiert, also gerade auch so für den Alltag, für alle, die jetzt, sage ich mal, eher ein etwas zurückhaltenderes Make-up machen möchten, ist die, glaube ich, eine sehr, sehr feine Sache. Lasst mich mal wissen, ob das von einem von euch vielleicht der Favorit ist. Kann ja sein. Also, let me know. Bronzer habe ich jetzt mal flott off-camera aufgetragen, da war nämlich keiner im Paket. Aber noch ein weiterer dieser Maxi-Blushes. Da habe ich ja schon eine Farbe und das hier ist jetzt Sweet Cheeks. Das ist eher so ein leichter Aprikoton, so ein bisschen was Bräunlicheres. Finde ich, sieht aber auch sehr, sehr schön aus. Passt jetzt super, glaube ich, so in die Herbstzeit. Und so im Winter und Herbst gehe ich auch gerne mal einfach mit dem Rest, den man so hat, über den Nasenrücken drüber und so ein bisschen hier und hier. Dann sieht man gleich so ein bisschen so insgesamt fresher aus. Wisst ihr, was ich meine? So, und Highlighter trage ich jetzt auch noch schnell einen auf. Ich nehme heute wieder den Spinnpupp. Der ist jetzt natürlich nicht Drogerie, aber es war keiner im Paket. Deswegen nehmen wir den hier. Sehr schön. Jetzt brauchen wir natürlich noch was auf die Lippen. Und was mich da auf jeden Fall schon sehr im Paket angesprochen hat, sind diese vier guten Stückchen hier. Das sind die Manhattan Stay Matte Liquid Lip Colors. Und ich habe hier jetzt zum einen natürlich erstmal diese wunderschönen Nude-Töne. Das sind nämlich zum einen The Naked Cowgirl, Pink Square, Taupe Skyline und das Lila ist Upper East Plum. Ich muss sagen, ich finde alle vier Farben wirklich wunderschön. Natürlich vor allem die Nude-Töne eher etwas für den Alltag. Das Plum ist allerdings auch wirklich richtig, richtig schön für den Herbst. Mir gefällt auch das Packaging sehr gut. Das ist halt alles so matt und ich muss sagen, like it. Und ich entscheide mich jetzt heute für die Farbe Taupe Skyline. Das ist jetzt der fertige Drogerie-Make-up-Look, nur mit Manhattan-Produkten, also fast bis auf zwei und das Setting Spray. Da habe ich übrigens verwendet von Tarte das Ready Set Radiant, weil ich dachte, jetzt noch ein bisschen was Feuchtigkeitsspendendes über diese ganzen matten Produkte ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Jetzt komme ich noch zum Kommentar des Tages und nicht vergessen, ganz am Schluss kommt noch kurz die Sequenz mit meinem kurzen Langzeitbericht, wie sich das Make-up über den Nachmittag und Abend so gehalten hat und wie auch das Make-up, vor allem die Foundation, halt sich gehalten hat. Aber jetzt erstmal noch
zum Kommentar des Tages. Ich bin gerade total fasziniert von diesem Lippenstift. Ich finde ihn wirklich richtig, richtig schön. Ja. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Und zwar Kommentar des Tages, der kommt heute von Kidaria. Ganz, ganz liebe Grüße an dich persönlich. Ich weiß jetzt nicht, wie dein richtiger Name ist, ist aber auch nicht schlimm. Und zwar hat sie geschrieben auf mein letztes Lookbook. Du hast einen so, so schönen Stil und ich finde es gut, dass du die Wichtigkeit von Wärme über Mode setzt, beziehungsweise zeigt dein Video, dass man beides miteinander vereinen kann. Ich habe das jedenfalls als Teenager auf die harte Tour gelernt, nachdem ich einfach keinen Bock mehr auf Kranksein hatte. Ganz, ganz liebe Grüße nochmal an dich. Vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Ja, ich habe das ja gesagt im Lookbook. Ich bin halt einfach mittlerweile in dem Alter, wo es einem auch wichtig ist, dass es schön warm hält. Ne? Das ist halt im Winter natürlich einfach ein wichtiger Aspekt, aber es freut mich natürlich, dass es so extrem gut bei euch ankam und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wunderschönen guten Abend. Es ist jetzt 21.12 Uhr. Das heißt, das Make-up ist jetzt für gute 6 Stunden ungefähr drauf. So, ich komme jetzt hier mal wirklich ganz nah ran. Und das Make-up hat an für sich wirklich sehr, sehr gut gehalten. Der Lippenstift hat auch relativ gut gehalten. Ich habe den nicht nochmal nachgezogen, obwohl wir auf dem Event waren und ich auch gegessen und getrunken habe. Also das ist halt wirklich so das Ergebnis, ja, wie es halt einfach real ist, ohne dass man es jetzt einmal nachkorrigiert hat. Ich habe auch nicht nachgepudert. Die Oil Control, beziehungsweise halt so dieses Mattifying, also an der Nase seht ihr es ein bisschen, da glänze ich ein klein wenig. Aber ich muss gestehen, nicht so krass wie mit manch anderem Make-up. Was ich allerdings nicht so schön finde, ist halt, wie es sich so rund um die Nase abgesetzt hat. Wobei ich aber zugeben muss, durch meine momentane Dauererkältung habe ich wirklich eine sehr, sehr trockene Haut zurzeit. Also von daher, da erstmal keine schlechte Wertung, was das anbelangt, weil meine Nase halt einfach, das sieht man halt hier so, ne? Es ist halt alles richtig trockene Haut und so. Und auch die Lippen sind sehr trocken zurzeit. Und da kann jetzt nicht unbedingt die Foundation was für. Was ich allerdings halt nicht schön finde, ist halt so dieses Bild, was sie halt hier so abgibt bei den Poren. Also ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich über die Kamera wirklich gut sehen kann, aber sie ist halt schon hier so auch an den Seiten von der Nase halt sehr, sehr stark in die Poren halt so reingekrochen. Wie gesagt, das restliche Finish ist immer noch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich gehe mal wieder raus. Bin ich so an für sich mit zufrieden. Auch der Lidschatten hat bisher super gehalten. Also da ist nichts irgendwie halt in die Lidfalte gekrochen. Also da hat es auf jeden Fall, sagen wir mal, das Versprechen gehalten. Auch der Concealer sieht immer noch gut aus. Also so an für sich, muss man ganz ehrlich sagen, für Drogerie absolut nichts zu meckern. Das Make-up halt, wie gesagt, wahrscheinlich nicht unbedingt was für die Jahreszeit, wo es halt auch noch so super ja, trocken, also wo man halt auch noch trockene Haut hat, so wie ich jetzt aktuell, weil es einfach natürlich viel Heizungsluft und so weiter trocknet die Haut halt ultra krass aus. Deswegen wäre das wahrscheinlich etwas, was ich vielleicht im Frühjahr dann nochmal neu austeste oder wenn es halt einfach wärmer ist. Aber generell bin ich sehr zufrieden und vor allem bin ich halt von dem hier echt begeistert. Also wenn ich den jetzt heute am Abend nochmal nachgezogen hätte, absolut nichts zu meckern. Also der hat wirklich erst ganz am Ende halt langsam aufgegeben, als ich dann am Essen war. Und das ist halt wirklich gut. Es steht zwar Kuss echt drauf und hält bis zu 24 Stunden. Das hat er jetzt bei mir nicht geschafft, aber nicht schlecht, um das jetzt mal abschließend festzuhalten. Und das war es dann jetzt von mir, aber wirklich bis zum nächsten Mal.